Eine neue Datei in Word beginnen. Mein Name ist Birmin Lehner. Immer wenn Sie Word öffnen, erscheint sofort ein leeres Papier wie hier, aber ich möchte vielleicht ein anderes oder eine Vorlage holen. Ich lasse das einmal hier, ich gehe hier oben auf Datei und sage, ich möchte gerne eine neue Datei erstellen. Bei mir erscheint jetzt nur gerade hier das leere weiße Papier, aber bei Ihnen erscheinen hier vermutlich ganz viele Vorlagen. Sie sehen, man hätte hier Vorlagen, geschäftlich, Karten, Handzettel, Briefe und so weiter. Ich klicke mal auf Briefe, oder natürlich könnte man auch eben das leere nehmen. Ich klicke aber auf Briefe und habe hier nun eine riesige Auswahl von Briefvorlagen. Sie sehen hier den Scrollbalken, das ginge weit nach unten. Natürlich sind das eher amerikanische Vorlagen, aber versuchen Sie es, klicken Sie auf eine Vorlage, dann müssen Sie die nur noch anpassen, anstatt neu zu erstellen. Wenn ich hier jetzt gerade bei den Briefen bin, hat es hier noch Kategorien, also Papierbriefe, Designsets, Feiertage und so weiter. Also unglaublich viele Vorlagen. Also so könnte man irgendeine Vorlage nehmen. Ich nehme mal hier einen Geschäftsbrief, klicke hier drauf, sage jawohl, ich möchte den erstellen, warte einen Moment und habe hier bereits einen Entwurf eines Briefes und könnte sofort loslegen. Und wenn ich hier unten nun auf dieses blaue W gehe, ohne Klick, dann sehe ich hier, ich habe zwei Dateien bereits geöffnet. Das war die erste Datei. Wenn ich darüber fliege, habe ich hier auf dem Bildschirm eine große Vorschau. Oder wenn ich dann auf die zweite Vorschau fliege, habe ich den Brief, den ich vorhin erstellt habe. Und wenn ich einen Klick auf diese Vorschauen mache, dann fliege ich sofort zu meinem ersten Dokument, eben zu diesem, oder dann eben zum zweiten, das ich vorhin erstellt habe. Wenn ich nochmals eine Datei erstelle, dann hätte ich hier unten drei bereits geöffnete Dateien. Das war's.